So, hallo zusammen. Hallo zusammen. Willkommen zu unserem Video zur Wiederholung der Ableitungsregeln und der höheren Ableitung. Wie wir es euch schon erklärt haben, wird es jetzt zu Beginn erstmal einige einfache Beispiele geben, die wir euch vorrechnen, die ihr euch anschauen könnt. Es wäre ideal, wenn ihr die direkt in euer Heft übernehmt und dann habt ihr sozusagen auch, wenn ihr nachher nochmal nachblättert, alles im Überblick, was so wichtig ist. Also zunächst mal, wie gesagt, ein paar Beispiele für Funktionen und deren Ableitungen. So, ein erstes Beispiel wäre die Funktion f von x gleich x, das war einmal daneben, dankeschön, f von x gleich x hoch 3 und wir suchen deren Ableitungsfunktion. Gut, versuchen wir uns mal zu erinnern, wie das Ganze funktioniert hat. Ihr könnt immer an dieser Stelle jetzt erstmal für euch selber probieren, könnt ihr das Video pausieren, mal schauen, ob ihr es hinbekommt und anschließend erkläre ich es dann auch. Also, in diesem Fall nehmen wir einfach den Exponenten 3, schreiben den als Faktor vor das x und müssen dann den Exponenten, der ursprünglich da stand, um 1 reduzieren, also auf 3x². Ein weiteres Beispiel, f von x gleich Wurzel x. Auf den ersten Moment jetzt ein bisschen schwieriger, weil es scheint ja kein Exponent da zu sein, aber auch hier, wenn wir uns daran erinnern, Wurzel x kann man schreiben als x hoch 1/2 und dann geht das Ganze wieder genauso wie gerade eben. Wir nehmen den Exponenten, schreiben ihn als Faktor davor und reduzieren den Exponenten um 1. 1/2 minus 1 wäre minus 1/2. So, das könnte man an der Stelle jetzt theoretisch noch weiter umändern. Und zwar x hoch minus 1/2 können wir auf zwei Arten verändern. Und zwar zum einen, das habe ich ein bisschen zu viel weggemacht, auf zwei Arten verändern. Und zwar zum einen durch den negativen Exponenten kann man das Ganze auch in den Nenner schreiben als 1 durch x hoch 1/2. Und wir können sozusagen das hoch 1/2 wieder zurückverwandeln in Wurzel x, 1/2 mal 1 durch Wurzel x. So könnte man das umschreiben. Wir bleiben aber bei dieser Darstellung, die wir hier als Ergebnis hatten, hat einfach den Vorteil, wenn wir das nachher weiterverarbeiten wollen, vielleicht weitere Ableitungen machen wollen, können wir einfach mit dieser Schreibweise hier besser was anfangen. So, wir kommen jetzt zu einem weiteren Typ von Aufgaben. Bei uns Typ 2. Und zwar, was ist, wenn wir nicht nur hier irgendwie x hoch 3 haben, also irgendwas im Exponent, sondern vor dem x auch noch eine Zahl stehen haben. Also zum Beispiel f von x ist 5 mal x. Nehmen wir mal hoch 4. Dann ist die Ableitung. Das ist ganz einfach. Wenn eine Zahl vorne dran steht, dann bleibt die einfach stehen. Das nennt man die Faktorregel. Sehe hier ein Faktor vor dem x, der bleibt einfach stehen. Also 5 mal, hier müssen wir wieder die Regel von oben anwenden, also mal 4 mal x hoch 4 minus 1, x hoch 3. Das vereinfachen wir noch. 20 mal x hoch 3. Jetzt mal ein bisschen schwierigeres Beispiel. F von x ist gleich 3 mal x hoch minus 2. Die Ableitung ist natürlich nach der Faktorregel wieder wie hier vorne auch. Die 5 blieb hier stehen, hier bleibt die 3 einfach stehen. Schreiben wir wieder hin. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen, dass wir die minus 2 runterholen. Dann müssen wir hier eine Klammer machen, minus 2. Einmal mit zwei Rechenzeichen, das Mal und Minus hintereinander sind, macht man eine Klammer. Mal x hoch und jetzt muss man den Exponenten um 1 reduzieren. Aber nicht minus 1, also einfach die 2 kleiner machen, sondern im Zahlenstrahl um 1 nach links gehen. Um 1 nach links gehen. Also x hoch minus 3. Das vereinfachen wir auch noch. Das ist minus 6 mal x hoch minus 3. Gut. So, kommen wir noch zu einem dritten Beispiel. Und zwar haben wir jetzt eine Funktion, die ein bisschen länger ist als die bisherigen. Und zwar setzt die sich zusammen aus minus 5 x hoch 4 plus
x Quadrat minus 3x. So, das ist eine Funktion, die sozusagen zusammengesetzt ist aus drei einzelnen Funktionen. Man könnte auch sagen, wir haben die Funktion minus 5x hoch 4 plus die Funktion x Quadrat minus die Funktion 3x. Und das Ableiten ist ganz einfach. Der Name der zugehörigen Regel, Summenregel, sagt auch, es handelt sich einfach um eine Funktion, die eine Summe ist. Und insofern betrachten wir jeden einzelnen Teil der Summe für sich. Wir leiten erstmal diese Funktion hier vorne ab. Das wäre dann minus 20x hoch 3. Wir leiten die zweite Funktion ab, da haben wir 2x. Und wir leiten die dritte ab, da haben wir minus 3. Wieso minus 3? Naja, wir haben hier beim x, wenn man sich es mit Exponenten vorstellt, eigentlich ja x hoch 1 stehen. Die 1 lässt man nur grundsätzlich normalerweise weg. So, und jetzt stellen wir uns vor, wenn wir das Ganze ableiten, dann müssen wir den Exponenten oben um 1 verringern. 1 minus 1, das ist 0. Und x hoch 0, wenn wir uns erinnern, ist 1. So, man könnte jetzt hier unten hinschreiben, dann 3 mal 1. Allerdings, 3 mal 1 ist ein 3, das können wir auch weglassen. Also das können wir uns sparen und das wäre dann schon etwas Schreibarbeit weniger. Als kleine Ergänzung, manche werden ja denken, dieses minus 3x, was da hinten steht, das ist ja eigentlich eine Differenz. Und diese Regel gilt bei Differenzen genauso, könnte auch Differenzenregel heißen, weil sie gilt bei Summen und bei Differenzen und heißt einfach Summenregel, das hat sich so eingebürgert. So, wir kommen jetzt zu den Regeln. Hier sind sie. Und diese Regeln müssen auf jeden Fall ins Heft. Die Beispiele vorne können ins Heft. Wir empfehlen es, sie auch ins Heft zu notieren. Die hier müssen ins Heft. Am besten ihr notiert sie jetzt euch erstmal, guckt, ob ihr sie versteht und dann gehen wir sie durch. So, jetzt habt ihr sie sicher geschrieben. Gehen wir sie durch. Die Potenzregel, f von x ist x hoch r. Also genauso wie die Beispiele bei 1, die wir vorhin aufgeschrieben haben. Wo zum Beispiel x hoch 5 stand oder x hoch 4. Das r steht einfach für eine Zahl. Die Ableitung ist dann r, nach vorne gezogen, mal x hoch und dann r minus 1. Also die Zahl, also der Exponent um 1 reduziert. Faktorregel, f von x ist r mal g von x, also irgendeine andere Funktion hier hinten. Und vorne ist ein fester Faktor vorne, auch eine feste Zahl. Im ersten Beispiel vorne bei uns war es 5. Dann ist die Ableitung, da bleibt er einfach stehen. Das r bleibt einfach stehen und das hinten leitet man ab. R mal g' von x. Kommen wir zur Summenregel. F von x ist eine Funktion, hier k von x genannt, plus eine andere Funktion, h von x genannt. Dann leiten wir einfach diese Funktion einzeln ab und verbinden sie wieder mit diesem Pluszeichen. Also f' von x ist k' von x plus h' von x. So, und jetzt kommen wir noch zu ein paar weiteren Beispielen, die ein bisschen schwieriger sind und wo man nicht direkt sieht, dass man diese Regeln anwenden kann. So, an dieser Stelle sollen es vor allem zwei Besonderheiten sozusagen sein. Zum einen haben wir hier die Funktion f von x ist 1 durch x. Hier muss man dran denken, dass wenn ein x unten im Nenner steht, dass man es, indem man den Exponenten negativ macht, auch einfach nach oben holen kann. Und jetzt in dem Fall x hoch minus 1, da könnt ihr ganz normal so verfahren, wie wir es mit der Potenzregel gemacht haben. Exponent nach vorne und dann den Exponenten hier um 1 verringern. Anderes Fall ist f von x gleich Sinus x, also eine trigonometrische Funktion. Hier müsst ihr eigentlich nur zwei Sachen wissen. Die Ableitung vom Sinus ist der Cosinus. Und wenn wir das Ganze jetzt nochmal ableiten würden, nämlich die zweite Ableitung machen, brauchen wir die Ableitung vom Cosinus. Und die Ableitung vom Cosinus ist wieder der Sinus, allerdings mit negativen Vorzeichen. So, wir kommen jetzt zum dritten Teil unseres Videos, und zwar da, wo ihr Aufgaben selber lösen sollt. Die Aufgaben haben wir hier schon mal notiert, 4 in der Zahl, ich gehe sie mal kurz durch. Das erste sollte relativ klar sein. Das zweite, 3 durch x. Da müsst ihr gucken, dass ihr das vorher umschreibt, wie ihr es vorher gelernt habt bei einer Latein. Beim dritten müsst ihr es auch vorher umschreiben. Da müsst ihr einfach den Nenner hier wegkriegen, indem ihr x hoch 4 erst durch x Quadrat teilt und so weiter. Und hier beim vierten ist ft von x, ist gleich 4t mal x mit einem Index, oder diesem t. Das t könnt ihr aber betrachten als irgendeine konstante Zahl und könnt genauso behandeln und hinschreiben. So, und jetzt pausiert ihr das Video und macht die Aufgaben
und danach zeigen wir euch die Lösungen. So, hier sind jetzt die Lösungen. Aufgabe 1, brauchen wir gar nicht viel sagen, das ist klar. Bei Aufgabe 2 schreibt man 3 durch x erst noch um als 3 mal 1 durch x ist gleich 3x hoch minus 1. Dann geht die Rechnung wie bisher. Bei Aufgabe 3, die ist ein bisschen schwieriger, muss man hier das erst umschreiben. Erst rechnet man x hoch 4 durch x Quadrat ist x Quadrat. Dann rechnet man minus 2x hoch 3 durch x Quadrat ist minus 2x. Und dann rechnet man plus 1 durch x Quadrat. Lassen wir mal erstmal so stehen, ist plus 1 durch x Quadrat. Können wir mal so hinschreiben. Ist gleich x Quadrat minus 2x plus x hoch minus 2. Und dann lässt sich so rechnen wie bisher. Beim vierten ist eigentlich relativ einfach. Man muss nur wissen, wie es geht, dass man das t als ganz normale Zahl behandeln kann. Und dann ist es so, das x fällt weg bei der Ableitung, es bleibt nur noch stehen 4t. So, das waren jetzt die Lösungen zu den Aufgaben. Ich hoffe, ihr hattet einige Aufgaben richtig. Und damit sind wir auch am Ende des Videos. Es ist noch zu erklären, dass natürlich auf der Seite 18, Seite 19 von Lampas Schweizer könnt ihr jetzt alles nochmal nachlesen, um es auch nochmal zu vertiefen. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt das Video verstanden. Das wäre uns ganz wichtig. Und ja, falls irgendwie noch Probleme waren, schaut vielleicht nochmal im Video nochmal nach. Wie gesagt, wir haben euch ja schon die Möglichkeiten vorgestellt, was ihr sonst machen könnt. Benutzt die Kommentarfunktion auf der Homepage. Vielleicht kann es euch jemand anderes erklären oder wir sehen es auch und können auf etwaige Probleme eingehen. Und in der nächsten Stunde können wir dann auch über Details sprechen. Bitte deswegen notieren, was vielleicht unklar war. Vielleicht bei irgendwas bei einer dieser Aufgaben hier. Dann schreibt es euch auf, dann können wir auch drüber reden. Ansonsten werden wir genau diese Regel nächste Stunde natürlich ausführlich mit euch üben. Bis dann. Ciao. Bis dann.